bin Marvin, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Bochum. Hauptberuflich studiere ich Volkswirtschaftslehre, Neudeutsch Economics, und zwar in Bochum und an der University of East Anglia in Norwich. Also wenn ich mal nicht studiere, dann bin ich hier in der AIDS-Hilfe und mache Vorstandsarbeit als Fachvorstand für Qualitätsmanagement, Fundraising, Schwule und andere MSM. AIDS-Hilfe Bochum, hallo, was kann ich für Sie tun? Es ist sehr vielseitig, was man als Vorstand macht, und das gefällt mir, von Personalorganisationen bis hin selber hier einfach Ehrenamt zu machen, das heißt weiter mit in die Diskotheken oder in eine Disco zu gehen, in die Bars zu gehen und selber Prävention zu machen, HIV-Beratung zu machen. Du hast die Möglichkeit, wirklich im Verein dich frei zu entfalten. Mir ist es wirklich wichtig, dass ich ein Team hier habe, das gemeinsam mit mir und mit anderen Vorstandskollegen an einer Idee arbeitet. Ja, das heißt, dass wir zusammen da etwas schaffen können. Ehrenamt in der AIDS-Hilfe ist absolut wichtig. Und gerade so junge Leute wie Marvin, die sich auch in Vorstandsämtern engagieren, sind super wichtig, weil da auch deutlich wird, wie viel Herzblut dahinter steckt und dass man auch in den entsprechenden Gremien der Kommunen, mit denen man zu tun hat, auch versuchen kann, die Forderungen der AIDS-Hilfe nochmal nachdrücklich durchzusetzen. Ich glaube, dass ich durch mein Ehrenamt gemerkt habe, wie wichtig es ist, von der Couch aufzustehen und den Arsch hochzukriegen.